Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2022. Kanada haben wir überlebt, war ein ganz kleines bisschen verrückt und jetzt müssen wir ein bisschen schauen. In 11 Tagen, also im Juli, haben wir das nächste Rennen, aber wir gucken erstmal in die E-Mails rein, ne? Wie immer. Also, Canadian Grand Prix Nachbesprechung haben wir hier. Ja, unser Auto muss halt verbessert werden, das ist klar. Das Vorstandsvertrauen ist gut, also es steigt langsam, es ist noch nicht gut. Gucken wir mal, Übersicht nach dem Rennen. P6 im Qualifying für Max Verstappen hat sich in eine Spitzenposition geholt, also Kanada war ja echt ein verrücktes Rennen, ne? Na, wir müssen wahrscheinlich wirklich unsere Kurven Geschwindigkeit ein bisschen verbessern, damit wir uns da nicht so oft rausdrehen und so weiter und so fort. Da müssen wir mal gucken. Und unser Rennsimulator wurde abgeschlossen. Das ist super gut. Da können wir gleich mal schauen. Wir haben 6 Millionen zur Verfügung. Wir gucken erstmal Autos. Ich denke, wir haben Teile kaputt gemacht. Ein neues Chassis brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Frontflügel würden wir brauchen. Vom Rest haben wir noch genug. Und dann gucken wir einfach mal in den Kalender. Scouting abgeschnitten. Ne, wir kriegen das Teil nicht vorm nächsten Rennen. Okay, gut. Also müssen wir Frontflügel und ein Chassis bauen auf jeden Fall. Also ein Chassis, das können wir, glaube ich, normal anfertigen, ne? Das, wie lange dauert das? 9 Tage. Perfekt. Ach, da steht es auch. Das wird also rechtzeitig fertig. Kostet uns nur 75.000. So, und dann brauchen wir einen Frontflügel. Das dauert nur 3 Tage, den zu bauen. Kostet 100.000. Okay, also da haben sich die Ausgaben in Grenzen gehalten. Zum nächsten Rennen. Also können wir nicht mit dem Geld planen vorm nächsten Rennen. Okay, gut, dann gucken wir mal. Der CFD-Simulator würde uns dann, glaube ich, auch 10 Millionen kosten. So ist es nämlich. Ah, nee, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Personalhäuser. Besserer Rennsimulator kostet uns 5 Millionen. Okay, das können wir vielleicht nicht unbedingt sofort ausgeben. Joha. Fahrerentwicklung, aber nee, wir gucken erstmal Vorstand. Ist niedrig. Die waren über Kanada aber auch erfreut. Das ist doch schon mal sehr gut. Das heißt, wir haben eigentlich ganz gute Chancen zu überleben. Wann ist denn das nächste Review fällig? Wissen wir nicht. Okay, gut. Scouting. Hier, Christopher Hayes haben wir da gescoutet. Wie weit sind wir mit dem Scouting eigentlich? Keine Kandidaten gefunden. Moment. Ja, Dirk de Bär, da sind wir noch dabei. Ich glaube, den haben wir uns ausgesucht als Kandidaten, ne? Der hat nämlich Bock auf uns. Im Gegensatz zu allen anderen, die hier so sehr hochgestuft sind. Und der ist auch besser als Alessandro Cinelli. Haben wir rausgefunden, also hier die Leistung, genau, die hatten wir schon verglichen. Okay, wunderbar. Dann holen wir uns den Mann nämlich. Machen wir uns klar. Und die Renningenieure wollten wir erstmal behalten. Das passt so.
Die sind jetzt auch eingegroovt mit den Fahrern. Und hat irgendjemand hier Punkte? Nee. Ach, was wir natürlich machen können. Die Teamzentrale sind wir schon dabei abzugraden. Gut. Dann Fahrer verbessern. Nico hat keinen Punkt. So, Lando. Wie sieht's denn aus? Kurvengeschwindigkeit, können wir das machen? Reaktion, Genauigkeit. Ja, wir bringen die Genauigkeit auf 90 hoch, glaube ich. Daran halten wir fest und dann versuchen wir mal die Kurvenlage zu verbessern. Hier... Ja, würde ich gerne die Kurvengeschwindigkeit direkt auf 90 bringen bei Pierre. Und dann müssen wir vielleicht an der Reaktion ein bisschen... Tempo zu reagieren, schneller aus Kurven beschleunigen und zu Rennbeginn schneller starten. Okay. Das hilft uns nicht wirklich bei der Unfallvermeidung, denke ich. Ja, das wird dann also so passen. So, dann müssen wir nochmal schauen in die Antriebsstrangteile. Da sind wir hier noch mit dem alten Motor gefahren. Sind wir das Rennen mit einem alten Motor gefahren? Okay, der ist ja prinzipiell noch gut. Genau, hier mussten wir austauschen. So, hier nehmen wir einen alten Motor. Da müssen wir noch nichts machen. Das ERS müsste eigentlich auch in Ordnung sein, denke ich. ...59, 61, ja, das hält noch. Getriebe. Das hat 38%, das hier hat 32%. Ach, ja, klar, Lando hatte ja den Unfall im Rennen. Nicht im Training, der hat sich ja rausgeschossen, frontal in die Wand, und deswegen sind die Teile jetzt so ein bisschen kaputt. Aber Getriebe haben wir noch genug. Ein bisschen enger wird es schon hier. Aber da müssen wir noch nichts machen. Also wir müssen jetzt nicht sofort neue Teile kaufen für 6 Millionen Euro. Das heißt, wir geben jetzt relativ wenig Geld aus. Ja, okay. Damit bin ich einverstanden. So, hier wird die Fertigung fertig. Da ist das Scouting abgeschlossen. Wer ist denn Christopher Hayes? Kann ich sehen, was sie gerade tun? Ja, hier, Christopher Hayes wird gerade gescoutet. Ah, der ist halt eigentlich auch schlechter als Chris Cronin. Also, ich glaube, Renningenieure sind schon in Ordnung, damit kommen wir klar. So, und unser Leiter der Aerodynamik, der neue, wann ist denn der fertig gescoutet? Hier, nach dem nächsten Rennen erst. Okay, dann pünktlich zur neuen Entwicklung. Das passt. Kurz darauf ist dann die Teamzentrale. Da müssen wir noch ein bisschen Geld zur Seite legen, auf jeden Fall für. Von daher ist es jetzt ganz gut, dass wir nicht so viel ausgeben. Dann sind wir schon im Zeitraum 4. Und 6 gibt es, ne? Also können wir noch einmal entwickeln. Was auch immer wir Bock haben, und dann wird nur noch geforscht. Und das Review ist Ende Juli fällig. Okay, gut zu wissen. Ja, da haben wir erstmal nichts weiter vor. Fertigung, Frontflügel abgeschlossen, wunderbar. Ah, wir haben Frontflügel, weiß ich, danke. So, Christopher Hayes haben wir fertig gescoutet.
So, dann vergleichen wir mal. Fahrer tauschen, nee, Personal vergleichen. Ja, Chris Cronin ist in Feedback tatsächlich besser. Und überall anders, aber schlechter als Ben Michel. Na, warte mal, habe ich jetzt mit dem Falschen verglichen? Ja, ich habe mit dem Falschen verglichen, ne? Ich will gar nicht mit aktuellen... Hä? Moment, dann muss ich hier zum Scouten gehen. Renningenieur. Dann gucken wir uns Christopher Hayes an und sagen jetzt Personal vergleichen. Mit Chris Cronin. Ja, so rum wird ein Schuh draus. Und da sehen wir... Christopher Hayes wäre schon eine Verbesserung auf jeden Fall. Der hat aber noch einen 4-Jahres-Vertrag bei uns und der ist eigentlich gut genug. Ja, da denken wir mal drüber nach, wenn wir mehr Geld haben. Wir haben ihn auf jeden Fall erstmal gescoutet, das reicht. So, neuer ATR-Zeitraum beginnt heute. Ich weiß, wir können nichts machen. Getriebe ist im schlechten Zustand, wissen wir auch. Dankeschön. Wo sind wir kalendermäßig hier? Ach, wir können doch jetzt schon anfangen, was zu entwickeln, ne? Was haben wir denn hier? Erforschung Unterboden und Entwurf Frontflügel. Wir müssen noch die anderen drei Teile machen. Und ich glaube, wir haben noch... Ich habe keine Ingenieure zur Verfügung. Ich dachte, wir könnten jetzt schon loslegen. Können wir aber noch nicht. Da müssen wir noch warten auf jeden Fall bis nach dem Wochenende, weil ich alle Ingenieure aufgeteilt habe. Gut. Okay. Meinetwegen. Dann ist das so. So, das Chassis wird hier auch pünktlich vorm Rennen fertig. Dankeschön. Haben wir bestimmt eine wichtige E-Mail bekommen. Rennvorschau. Chassis ist fertig. Oh. Unterboden ist heute schon fertig. Ja, wunderbar. So, Rennvorbereitung. Check-in. Vorstandsvertrauen in einem Monat. Und sie wird leider negativ ausfallen. Ja, wir haben noch ein paar Rennen bis dahin. Wir haben Geld bekommen. Der Autoentwicklungsbericht sieht nicht gut aus. 17. und 19. Plätze. Und hier drüben niedrige Kurvengeschwindigkeit. Tatsächlich 15. Platz noch. Der Rest nicht so gut. Das wird sich hoffentlich mit dem Frontflügel da ein bisschen ändern. Die Forschung zum Unterboden wurde abgeschlossen. Ja, es sieht nicht. Luftstromempfindlichkeit hat sich ganz gut geändert. Und die Luftwiderstandsreduzierung beim Abtrieb. Das sieht nach nicht viel aus, könnte aber doch ein bisschen was sein. So, dann gucken wir nochmal zum Personal, bevor wir ein neues Projekt anfangen. Und da stellen wir fest, unser Leiter der Aerodynamik. Achso, aber wir wollen... Achso, wir machen jetzt sowieso nichts Aerodynamisches, ne? Von daher, er passt schon. Der S-Delta hier, bekommst du einen Punkt. Und wir schauen mal. Wie viele Menschen wir brauchen. Also wir müssen noch ein Chassis, Seitenkästen und eine Aufhängung erforschen. Und da gucken wir mal, was hier am längsten dauert. Ne? Wir würden das jetzt hier gerecht aufteilen quasi. Überall 2 Punkte, beziehungsweise hier 22. Ach nee, 80 haben wir da. Durch 3, was
Chassisaufhängung und was war es, andere Seitenkästen. Ja, da schmeißen wir bestimmt in die Seitenkästen ein bisschen mehr rein, könnte ich mir vorstellen. Wie viel sind denn 80 durch 3? Das sind 20, knapp 27, ne? Also 26. Genau, und die anderen beiden würden dann 27 bekommen. Das Chassis ist, glaube ich, das am wenigsten krasse davon. So, der Zeitraum geht noch jetzt noch 66 Tage. Ein bisschen werden wir vielleicht überziehen. Ich hoffe, die Forschung dauert dann nicht so lange. Ja, also hier können wir ruhig intensiv arbeiten. Das geht furchtbar schnell mit dem Chassis. Dann haben wir die Seitenkästen. Achso, zwei natürlich nur. Dann haben wir alles schön hoch. ...56 Tage auch vollkommen in Ordnung, ne? Da setzen wir auch nur einen Ingenieur ein. Also das sind wirklich die Dinge, die hier sehr schnell vonstatten gehen. Und da haben wir noch die Aufhängung, da könnte ich mir vorstellen, die dauert ein bisschen länger, da brauchen wir ein paar Ingenieure mehr. So, wir versuchen hier alles schön zu maximieren. 40 Tage auch nur. Was hat denn jetzt am längsten gedauert? Die Seitenkästen haben die länger als 40 Tage Ich glaube, die haben 56 Tage gedauert, ne? Aber dann brauchen wir halt nirgendwo viele Ingenieure. Das ist schon mal super. So, dann geben wir einmal Seitenkästen in Auftrag auf jeden Fall. Also die Teile, ne, die nichts mit der Aerodynamik zu tun haben, also nicht so viel, die sind ja super schnell. Ich wollte nochmal gucken. Luftwiderstand, ja, da wäre es vielleicht wirklich gut, wenn wir den neuen Leiter der Aerodynamik schon hätten. Von daher lassen wir es erstmal weg. Wir wissen, das kommt alles zeitlich hin. Ja, und das reicht dann. So, und dann können wir uns jetzt um die Rennvorbereitung kümmern, auf jeden Fall. Dann gucken wir uns mal Silverstone an. So, 52 Runden werden gefahren. Streckenabrieb ist hoch in Silverstone, also Softs werden schon mal ausscheiden, denke ich. Wir haben zwei DRS-Zonen, eine auf der... Jetzt muss ich überlegen. Ist das die... Ne, das hier ist, glaube ich, die alte Startziel sogar, ne? Ja, ich glaube, das ist die alte Startziel. Also keine davon ist dann auf der alten Startzielgeraden. Wenn ich es richtig sehe, keine ist auf der eigentlichen Startzielgeraden, sondern die sind auf den anderen Geraden. Ja, wunderbar. Es geht um schnelle Kurven. Ja, ist bunt gemischt eigentlich. Wir brauchen Hochgeschwindigkeitskurven, Niedriggeschwindigkeitskurven und Höchstgeschwindigkeit sind auch ein bisschen wichtig. Safety Car Einsätze 75%. Na gut. Ja, Softs können wir komplett fürs Qualifying benutzen und dann ist halt nur die Frage, fahren wir Medium, Hard, Medium? Oder fahren wir Hard, Medium, Hard?
Also wir müssen zwei Sätze Mediums aufheben auf jeden Fall. Das wäre ganz günstig. Ich denke, Softs während des Rennens werden wir nicht fahren. Das gucken wir uns aber gleich nochmal auf der Strecke an. Obwohl sich das schon lohnen würde, Softs zu fahren. Na, obwohl es sind 0,3, ne? Nicht mal ganz. Ja, also die nehmen sich nicht super viel. Und dafür nutzen sich die Softs halt deutlich schneller ab, ne? Die Mediums und die Harten nutzen sich ungefähr gleich schnell ab. Aber die Softs gehen deutlich schneller vor die Hunde. So, dann Leistungsvorgaben. Da sind wir wieder vorsichtig, ne? Q2 erreichen, okay, gut. Ich sag mal, Qualifying-Rang mit zwei Fahrern, 15, ja, gerne. Wir sollen auch beide Fahrer ins Q2 bringen, okay. Erreiche Q3 mit einem Fahrer, versuchen wir. Ich sehe da nicht großartig Chancen, aber vielleicht haben wir ja Glück. Ja, ansonsten kostet uns das nur 36.000. Ja, das können wir machen. Schnellste Runde sollen wir fahren. Ich sag mal lieber, wir schaffen Zielplatzierung, einen Fahrer in die Top 15 zu bringen. Vielleicht fällt einer aus. Das weiß man ja bei uns nie so richtig. Ja, damit kommen wir, glaube ich, klar. So, Glückssträhne Qualifying. Beide müssen Platz 15 erreichen. Zielplatzierung, einer muss Platz 15 erreichen. Gut. Das ist machbar. Fahrerübersicht sind da. Auto haben wir gemacht. Wir fahren die Schrottteile fürs Training. Und dann sind wir bereit für Training 1 und für Training 2 heute. Das wird bestimmt ganz toll. Wir befinden uns hier im legendären Silverstone, wo 1950 der allererste Grand Prix der F1-Weltmeisterschaft stattfand. Hier atmet jedes Grasbüschel Motorsport und die Zuschauer sind schon ganz aufgeregt. Silverstone verlangt den Autos mit zahlreichen Kurven und historischen Wendungen viel Leistung ab. Abtrieb wird ein Schlüsselfaktor sein, wenn Teams hier erfolgreich sein wollen. Die Saison ist ungefähr zur Hälfte vorbei und wir fragen uns, was den Teams wohl noch bevorsteht. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nichts geht über ein Rennwochenende in der F1. Ja, da haben wir schon gesehen, heute ein bisschen Regen, Intermediates haben wir schon gesehen auf dem Wagen. Also sparen wir da Reifen, wenn die Bedingungen hier als trocken gelten. Da müssen wir mal schauen, ob das funktioniert oder nicht. Ja, wenn Intermediates am Anfang drauf sind, ne, dann haben wir, glaube ich, keine trockenen Bedingungen. Auch wenn wir das hier noch nicht sehen können. Also Intermediates. Achso, wir gucken generell mal. Also, Softs würden, jetzt muss ich wieder rechnen, ne, 19 Runden ungefähr halten. Ja, 19 Runden, ne? Sagen wir mal vorsichtig geschätzt. Das wäre absolut in Ordnung, muss ich sagen. Da sind wir schon mal, wenn wir zweimal Softs fahren, bei 38 Runden. Das ist echt gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte. Aber wahrscheinlich sind wir mit Mediums einfach trotzdem schneller, ne? Weil da brauchen wir nur einen Stopp machen. Wir müssen zwei Reifenmischungen fahren. Mit dem Mediums, das sind 21 Runden. Ja, so 27 Runden. Also wir würden mit zweimal Mediums hinkommen. Schaffen es aber nicht, Medium Soft zu fahren. Wir könnten Medium Hard fahren. Oder halt Soft, Medium, Soft. Hm.
warum haben die denn zwei Stoppstrategien da vorgeschlagen die ganze Zeit? Ist das irgendwie schneller? Bei Soft, Medium, Soft müsste doch eigentlich voll in Ordnung gehen oder halt Medium, Hard. Oder zur Not noch Medium, Soft, Medium, aber brauchen wir eigentlich nicht, ne? Bin ich der Meinung. Bei zweimal Softs, das sind 38 Runden. Plus die Mediums nochmal drauf, 27 Runden. Und wir sollen nur 52 Runden fahren, oder? Ja. Okay, gut, ein Rätsel. Wir gucken erstmal, was die Intermediates heute hergeben. Die halten 32 Runden nur. Oh, na gut. Dann tanken wir die mal rein. Fahren hier schön langsam, reifenschonend. Und schauen uns mal das Setup an. Also, wir wissen, schnelle Kurven sind gefragt. Höchstgeschwindigkeit nicht ganz so wichtig. Die Stabilisatorenverteilung lasse ich erstmal in der Mitte irgendwie. Wir versuchen uns hier so ein bisschen an den Rand zu pirschen. Einen hohen Heckflügel würde ich fahren heute. Aber gucken mal. Wir brauchen wahrscheinlich eine Menge Bremsstabilität. Kurvengeschwindigkeit, ja. Bei Hochgeschwindigkeitskurven ballern wir das mal hoch. Das versuchen wir ein bisschen runterzuziehen. Ja, dann versuchen wir es mal so zu fahren irgendwie. Ich würde vermuten, die Stabilisatorverteilung noch ein bisschen in die Richtung. Ja, vielleicht nicht eine Hochgeschwindigkeitskurven. Wenn ich es in die andere Richtung ziehe, wird es aber auch nicht super cool. Wir lassen die erstmal in der Mitte. Da habe ich keine Ahnung. Noch nicht. Wo wir die gerne haben wollen. So, wie sieht es denn hier aus? Wenig Frontflügel, viel Frontflügel. Wir versuchen mal wenig Frontflügel zu fahren, obwohl für Kurven fahren wir lieber viel Frontflügel. So, dann nehmen wir die Traktion in den Kurven hoch. Bisschen mehr Bremsstabilität hätte ich gerne. Und das ist es dann eigentlich. Da sind wir halt so weit wie möglich am Rand irgendwo und kriegen hoffentlich gleich ganz gutes Feedback, zumindest für die Flügel schon mal, dass wir dann umsetzen können. Und dann geht's los. Ready to check? So. Gleich mal pausieren. Okay, ready check, okay. Green light, green light. So, was für Wetterkonditionen gelten heute? Es wird trockener demnächst. Also es wird erstmal ein bisschen feuchter und dann wird es trockener. Dann schicken wir die Jungs erstmal los. Hoffen, dass feuchte Bedingungen, normale Trainingsbedingungen gelten, okay. Meinetwegen. Ja, was ist los? Weil die Strecke nass wird? Wahrscheinlich, weil die Strecke nass wird.
So, wir fahren jetzt erstmal den ersten Stint so. Bisschen im Regen hier. Aber es ist wirklich eher so ein Tröpfeln. Nichts super Dramatisches. So, und dann schauen wir mal, was für wunderbares Feedback wir bekommen. Hier gibt es direkt eine gelbe Flagge. Irgendjemand hatte einen Unfall bei den Konditionen. Gasly hat einen Unfall. Oh, ist dein Ernst? Hier sehen wir jetzt Max Verstappen hat Gasly rausge... Au. Das ist ein Ausfall, ein großer Ausfall. Das ist vor allen Dingen echt blöder Ausfall. Das Team ist davon wirklich enttäuscht. Hoffen wir, dass es sie nicht allzu sehr zurückwirft. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, der hat Verstappen uns doch abgeräumt, oder? Virtual Safety Car. Ja, das Getriebe ist komplett ausgefallen, okay. Okay. Gasly hat die Zeitstrafe bekommen, weil er die Kollision verursacht hat. Oh, wie? Das läuft ja schon wieder hervorragend hier. Na gut, dann konzentrieren wir uns erstmal auf einen Fahrer. Da bleibt mir jetzt nicht viel anderes übrig. Ärgerlich. Also der Regen hat aufgehört, Setup-Vertrauen, haben wir schon Feedback. Wie sieht's denn Ja, wir gucken mal, wie das aussieht, wie schnell die Strecke abtrocknet. Und dann können wir pünktlich zum 35-Minuten-Intervall reinkommen, denke ich. Und dann auf trockenen Reifen wieder raus. Wo sind wir? Da sind wir. Ja, dann kommen wir jetzt schon rein, oder? Ja, würde ich sagen. Gucken nochmal. Wetterbericht sagt ja, es wird komplett abtrocknen. Aber wir bleiben eine Runde länger draußen. Nee, es wird jetzt abtrocknen, denke ich. So, einmal stoppen bitte. Gasly direkt in T1 rausgehauen. Das ist schon wieder krass mit ihm diese Saison. So, wir ziehen. Was ziehen wir denn auf? Ziehen wir Softs auf? Oder ziehen wir Mediums auf? Softs würden theoretisch reichen. Ich zieh mal Mediums auf. Obwohl, vielleicht können wir die schonen. Das muss ich mal rausfinden. Das finden wir raus. So. Da müssen wir den Laufplan ein bisschen anpassen. Ungefähr so. Und dann schauen wir uns das Setup mal an. Okay, also das sieht nicht so ganz richtig aus. Bremsstabilität. Da sind wir in der Mitte des Balkens ganz gut dabei auf jeden Fall. Kurvengeschwindigkeit, rechte Seite sieht gut aus. Traktion sieht nicht so gut aus. So, und jetzt müssen wir aber irgendwie den Frontflügel hier
in eine andere Richtung bewegen, den Heckflügel auch. Und den Heckflügel ganz hier rüber bewegen. Weiß gar nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ich denke, wir werden ein bisschen Heckflügel brauchen. Wir lassen den mal einfach hier auf der Seite. Das verändert unsere Traktion schon ziemlich. Und dann gucken wir mal, was das für Änderungen nach sich zieht. Wie sich das Setup verbessert. Im Moment haben wir ein Vertrauen von 35%. So, das sollte jetzt nicht allzu lange dauern. Strecke ist nochmal nass geworden. Mal ernsthaft. Was erzählt denn unser Wetterbericht hier schon wieder? Da kam scheinbar nochmal ein kleiner Schauer runter. Gut, wir fahren jetzt halt auf Trockenreifen. Oh, ein Dreher! Perez dreht sich. Also schauen wir mal. Da ist Sergio Perez. Und dieser Dreher kostet zweifellos wertvolle Zeit. Ja, wertvolle Trainingszeit. Ach, wieso ist denn das jetzt so mega feucht schon wieder? Dreher. Russell Sehen dreht sich. An. Dann schauen wir mal. Hier ist George Russell. Was für ein Dreher. Hätte ich direkt mit Intermediates nochmal rausfahren können. Nur unser Wetterbericht ist schon wieder so verdammt unzuverlässig. Dann geht es hier nochmal hoch und dann tut es immer so, als wenn es trocknet, aber der Regen hat ja eigentlich schon aufgehört, also keine Ahnung, wo das Wasser noch herkommt. Ne, hier steht auch noch, es regnet weiter die ganze Zeit. Es bleibt schaurig, aber im Wetterbericht wird es ja nicht mal rückwirkend angezeigt irgendwie. Ja, wahrscheinlich hätte ich auf die Meldung warten sollen, es hat aufgehört zu regnen. Das wäre wahrscheinlich deutlich cleverer gewesen. So, mit ein bisschen Glück wird es jetzt gleich trocken. Ja. Nee. Aber jetzt kommt langsam die Sonne raus. Ja, jetzt trocken. Wunderbar. Ja, aber die Viertelstunde hätte ich, glaube ich, auch auf Intermediates fahren können. Setup-Vertrauen schlecht. Wie viel ist denn schlecht? 33%. Okay, wir haben es schlimmer gemacht. Klasse. Na, vielleicht sind die Flügeleinstellungen wenigstens besser. Und dann können wir uns für Pierre ein bisschen daran orientieren. Hoffe ich. Jemand. Ricardo in Kurve 16. Daniel Ricardo ist hier verwickelt. Wird er glücklicherweise vom Ferrari hinter ihm verfehlt? Da hat sich wohl ein Wagen gedreht. Joe dreht sich nochmal in Kurve 6 ein bisschen rum. Sehen wir nochmal hin. Da haben wir Joe. Whoopsie. Oh je, oh je, oh je. Der Wagen ist außer Kontrolle. Kann man so sagen. So, Session zu Ende. Lando hat seine Arbeit sehr gut verrichtet. Pierre ist halt nicht so wirklich dazugekommen. Also Charles Leclerc mit einer Startstrafe, Alonso ebenso, sowie Latifi und Pierre. Sehen wir, wie hoch die Strafe ist? Nee. Was sind das? 3 Plätze üblicherweise? Auf
jeden Fall nicht so gut. So, es wird vielleicht noch ein bisschen regnen. Müssen wir mal schauen. Ja, fehlende Autoteile. Wir brauchen einen neuen Motor. Das ist jetzt super blöd. Weil wir den ja eigentlich fürs Rennen ein bisschen schonen wollten. Nee, das ERS können wir noch fahren fürs Training. Wir brauchen komplett neues Getriebe. Okay, also wir müssen echt neue Teile kaufen. Getriebe hat es wirklich komplett zerlegt. Wow. So, dann gucken wir mal bei Lando. Was wurde... Ja, uns wurden jetzt zwei Softs abgezogen tatsächlich. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd. Die hat tatsächlich als trocken gegolten, die Session. Wo sehe ich denn, wie viel Wasser jetzt steht gerade? Ah, hier unten. Null, okay, gut. Dann fahren wir auf Mediums raus. Mediums halten was? Die halten 39 Runden. So, Setup. Zeig mal her. Okay, sieht immer noch blöd aus. Aber besser. So, hier orientieren wir uns ein bisschen nach unten. Wir wollen offensichtlich viel weniger Heckflügel fahren, als ich dachte. Die Traktion ist immer noch blöd. Dann schmeißen wir die einfach hier rüber, an das Ende. So, die Bremsstabilität war da schon ganz in Ordnung, ne? Die werden wir dann einfach anheben irgendwie ein bisschen. So, wir bewegen erstmal den Radsturz hier in... vernünftige Gefilde. Und dann schmeißen wir einfach ein bisschen Nachspur rein. Vielleicht lassen wir den Radsturz auch einfach maximiert. Und arbeiten hier ein bisschen mit der Nachspur. So, dann haben wir also einen Frontflügel von 6,5. Stabilisatorverteilung ballern wir nach links. Können wir die noch weiter nach links ballern? Ja, wir können sie noch weiter nach links ballern. Oh ja, dann machen wir das. So, ein Klick Bremsstabilität noch drauf. Dann läuft das. Ja, Frontflügel so ungefähr in der Mitte sind wir angekommen. Heckflügel ein bisschen niedriger. Maximalen Radsturz und die Nachspur bei 0,75. Damit können wir, glaube ich, arbeiten mit den beiden Werten hier. Bei den oberen müssen wir ein bisschen gucken. So, Pierre. Ja, für Pierre jetzt ein perfektes Setup zu finden, dürfte schwierig werden, ne? Ihr seht, okay, die Bremsstabilität, da sind wir schon ganz dicht dran. Dann würde ich sagen, Stabilisatoren ziehen wir hier nach links auf. Mehr glaube ich nicht, ne? Dann gehen wir hier halt auch so auf die 6,5. Hier gehen wir ein bisschen weiter weg, würde ich sagen. Den Radschutz lassen wir so. Und dann erhöhen wir die Nachspur noch ein bisschen. Und dann schauen wir mal, wie ihm das gefällt. Allzu viel können wir halt nicht mehr machen tatsächlich. Es wäre halt wichtig, dass er jetzt mal einen Stint durchfährt. Damit wir wissen, wo wir ungefähr ankommen. So, auf geht's. Radio check, radio check.
Wir schicken die Jungs raus, kontrollieren die Strecke. Es bleibt trocken in dieser Session. Wunderbar. Ja, ich weiß nicht, warum die letzte Session, also Training 1, als trocken gegolten hat, weil es war ja eindeutig nicht trocken. Ne? Alle waren auf Intermediates draußen, geringer Getriebeverschleiß ist in Ordnung. Da weiß ich nicht, wie das in der echten Formel 1 gehandhabt wird. Ob einem dann trotzdem die Trockenreifen abgezogen werden, wenn man eigentlich fast die ganze Zeit mit Intermediates fährt, bis auf die letzte Viertelstunde, 20 Minuten im Training. Ob das Spiel hier verkackt hat oder ob die Regeln da einfach ein bisschen blöd sind. Schauen Sie sich den Mercedes hier an. Druck von ja. Innen. Es kommt zu einem kleinen Rutscher. Das war ja nichts. Großartiges Setup, Vertrauen schon bei 96%, okay. Ja, damit bin ich auch sehr glücklich. Also, was sagt Pierre? Wenn wir bei ihm auch ungefähr da landen. Gut, sagt er. 75%, okay. Also da sind wir nicht ganz richtig scheinbar. Wo seid ihr gerade auf dem Track? Ja, dann fahrt noch eine Runde und dann holen wir euch rein. So. Da sind die Jungs in der Boxengasse. Copy. Beziehungsweise da waren sie noch in der Einfahrt zur Boxengasse. Da scheinen beide ungefähr dieselbe Geschwindigkeit zu fahren, so dicht wie sie noch hintereinander sind. Das finde ich schön. So, die Reifen bleiben drauf. Wir korrigieren nur den Laufplan und das Setup ein bisschen. Ja, Radsturz 1 runter, scheinbar. Schauen wir mal. 4% müssen wir halt irgendwie noch rausholen. Ach, die Traktion haben wir echt so weit runtergestellt. Ah, da hätte ich die für Pierre natürlich auch noch 1 runterstellen können. Ich dachte, wir wären hier auch bei 7,3 gewesen. Scheinbar nicht. Okay, gut. Lando ist dann bald fertig. Für Pierre haben wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu tun. Okay, also er möchte... Aber da sind wir schon gut von den Werten her. Das macht mir Mut. So, du möchtest viel mehr Heckflügel haben. Damit war irgendwie zu rechnen. So, dann müssen wir die Stabilisatoren nämlich noch ein bisschen umverteilen tatsächlich. Und dann müssen wir rausfinden, in welche Richtung wir die Kurvengeschwindigkeit bewegen wollen, ne? Und wie weit. Also ich würde denken, so sieht das schon mal ganz in Ordnung aus. Ja, wir versuchen es mal so.
Kann ich die Stabilisatoren noch anders verteilen? Nee, kann ich nicht. Das sieht nicht komplett scheiße aus. Das ist ein Setup, das schon 100% sein könnte. Wenn es jetzt noch keine 100% sind, dann sind wir aber wahrscheinlich sehr, sehr dicht dran. Hoffe ich. Und dann kriegen wir vielleicht doch noch ein Setup so 97% hin. Vielleicht sogar ein 100% Setup. So, Lando würde gerne losfahren. Nein, ach, da war der falsche Knopf. Los, raus, Jungs. Fahrt. Ihr habt noch eine knappe halbe Stunde Zeit, um hier ordentlich Feedback zu sammeln. Aber es mit dem Feedback geht hier scheinbar relativ schnell auf Silverstone. Da hatten wir noch keine Zeitprobleme. Streckenakklimatisierung wird natürlich dann ein bisschen kritisch für Gasly, also vielleicht lassen wir ihn in der dritten Session einfach durchfahren. Egal wie sein Setup dann aussieht, wenn es nicht zu grausam aussieht. Das könnte passieren. So, da war irgendjemand neben der Streckenbegrenzung scheinbar. Russell dreht sich in Kurve 7. Dann schauen wir mal. Hier ist George Russell. Der scheint ein bisschen Probleme zu haben hier. Der Wagen gerät ins Schleudern. Was für eine Katastrophe. In der Viertelstunde noch knapp. Und jetzt will ich natürlich von beiden hören, ja, wir sind bei 100%. Läuft bei uns. Das würde zumindest Pierres Streckenakklimatisierung fürs dritte Training noch retten. Dann kommen wir da noch an die 90% ran. 87 nur. Ja, aber 87 ist nicht das, wo wir hinwollen. Das muss besser. Optimal 100% bei Lando. Wunderbar. Oh, Jungs. Macht hier keinen Quatsch, bitte. Wir hatten schon einen Unfall mit dem Red Bull. Oder? Mit Perez, ne? Ja. Hab gerade überlegt, ob es Leclerc war, aber nee, ich glaube nicht. So, da müssen wir ein bisschen auf die Zeiten gucken. 1:30:05 wird hier im Moment von Leclerc gefahren. Wir gucken uns gleich nochmal die Zeit der vorherigen Session an. Falls wir dazu kommen. So, die Jungs sind durch. Lando hat nicht mal viel zu tun für Training 3. Hab ich ja noch ein bisschen mehr. So, Leclerc auf Mediums eine 1:30:05. Oder hatte er jetzt nur zuletzt Mediums drauf? Das wäre möglich. Sainz nämlich auf Softs eine 1:30:07 und wir 5 Sekunden langsamer. Mega. Hey. Gasly schneller als Norris. Neuerer Motor, ne? Behaupte ich jetzt einfach. Keine Ahnung, wie es wirklich ist. Ja, Streckeneingewöhnung 47%, also wenn wir durchfahren könnten, die nächste Session wäre das super, aber fährst du schon mal mit dem falschen Frontflügel? Oh, ich raste einfach aus, wie die immer mit dem falschen Frontflügel fahren. Ich kann das Ding aber, glaube ich, auch nicht entsorgen. Jo, dann war es das für heute auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.